Christoph Stephan, der sich in diesem Winter läuferisch sehr, sehr verbessert hat. Vor ein paar Tagen 23. Geburtstag gefeiert. Hier im letzten Jahr übrigens, genau an seinem 22. Geburtstag, seine bis dahin beste Platzierung schaffte. Und der Mann hier ist Anfang Dezember 39 geworden. Und rennt die Berge rauf und runter, als wenn er 20 Jahre jünger wäre. Alvord Hannewold, 1998 schon Olympiasieger über 20 Kilometer. Auf den letzten Metern Christoph Stephan. Und die zwei Strafrunden im Stehendanschlag, die haben ihn natürlich weit zurückgeworfen. Momentan nur 18. Platz, wird enttäuscht sein, wie auch Alexander Wolf und Michael Greiß. Fehler bei Hannewold. Aber auch so schon die Zeiten von Suhmann, Landertinger und Pinter vorbei. Jetzt muss er noch mal abbiegen, das heißt, da kommen noch mal gut und gern 20 Sekunden drauf. Toni Lang, 2006 in Turin noch Langläufer. Und danach mal kurz in Erwägung gezogen, seine Karriere überhaupt zu beenden. Wurde überredet von vielen Freunden, Bekannten und Fritz Fischer. Versuch's doch mal. Hat gesagt, als Langläufer bin ich immer schon mal am Schießstand vorbeigerannt und habe gefragt, darf ich mal eine Runde schießen? Tja, und jetzt ist er Biathlet. Toni Lang, und hat sich als großes Talent entpuppt. 26 Jahre alt, gebürtiger Niederbayer, seit 7 Jahren hier zu Hause. Jetzt also das Schießen mit Heimvorteil. Ja, seine Zeit war echt gut. Jetzt aber eine Strafrunde, also auch für ihn nochmal eine Zugabe, eine ungewollte. Und Dominik Landertinger kommt ins Ziel. Der junge Österreicher mit der 35. 20 Jahre alt, 33 Sekunden Rückstand und Rang 2 für ihn. Das ist doch mal eine Ansage vor Emil Heckle-Svensson. Damit jetzt auch Michael Rösch einen Platz zurückgerutscht auf den 6. Da kann er sich freuen. Einer von diesen vielen 20, 21, 22-Jährigen im Feld, die den Großen ganz schön einheizen in diesem Winter. Dominik Landertinger aus Hochfilzen gehört dort zum ansässigen Heeressportverein. Und hier sein Landsmann Friedrich Pinter. Die Österreicher momentan mannschaftlich unglaublich stark. Tobias Eberhard, Pinter, Suhmann, Landertinger, Mesotic. Klasse, was die hier momentan abbieten. Der nächste sein, den man im Ziel beachten muss, lag nach dem zweiten Schießen noch nicht einmal eine Sekunde hinter seinem Landsmann Dominik Landertinger. Hier herrscht jetzt ganz schön Betrieb am Schießplatzberg. Da muss er einmal rüber, dann gibt es eine Abfahrt, eine Linkskurve, dann die sogenannte Wand, diesen Steilhang. Und hier die nächsten im Ziel, Michal Schlesinger, der Tscheche. Der 36, Rang 10, und das, obwohl er 0 geschossen hat. Also der ist läuferisch im Moment nicht in einer Liga mit den Besten, schon gar nicht mit Ole Einar Bjørndal. Die 37 und die 39, das ist Matthias Nilsson, rechts der Schwede, und Andy Birnbacher, eine Minute nach dem Schweden in die Spur gegangen. Läuferisch offenbar wieder richtig gut drauf, denn Nilsson ist wirklich kein Langsamer. Vielen Zuschauer können natürlich das Ganze per Videowand mitverfolgen. Dementsprechend rumort es hier im großen Kessel in der Chiemgau Arena. Alle drücken sie jetzt an die Birnbacher den Daumen. Karl-Johann Bergmann trotz des einen Schießfehlers auch noch richtig gut unterwegs. Rang 6. Björn Dahlen muss man wahrscheinlich jetzt schon außen vor lassen. Es geht immer nur um die Ränge dahinter. Andy Birnbacher kommt mit den letzten fliegenden Schritten auf dem Weg ins Ziel. Noch 50 Meter ungefähr. Jetzt hat er es gleich. Zielanlauf nach Wettkampfpause. 7. Platz. Klasse. Gratulation.
5 Sekunden hinter Michael Rösch. Der allerdings hatte sich einen Fehler geleistet, war also läuferisch noch ein ganzes Eckchen schneller als Andreas Birnbacher. Aber der wird, denke ich mal, zufrieden sein mit dieser Leistung, nachdem er zuletzt ja so von Kopfschmerzen geplagt war. Da leiden sie alle ein bisschen mit, wenn sie die Athleten dort liegen sehen, völlig ausgelaugt nach dem Zieleinlauf. Aber das geht dann wirklich relativ schnell. Der Andi steht schon wieder. Nur ein paar Sekunden, wo sie da tief durchschnaufen. Sind alle richtig austrainiert. Jetzt unmittelbar vor den Weltmeisterschaften nähern sich alle natürlich fast ihrer Höchstform. So, und jetzt bin ich gespannt auf Friedrich Pinter. Hat dann doch wesentlich verloren auf der letzten Runde. Ja, wie auch Christoph Suhmann. Rang 7 schiebt sich damit also zwischen Michael Rösch und Andreas Birnbacher. So, Schudow schießt. Schießt schnell, schießt gut. Hat aber beim Liegenschießen eine Scheibe verfehlt und wird dementsprechend heute nicht ganz vorn angreifen können. Schon eine Überraschung. Maxim Schudow, der beständigste, der stärkste der Russen. Sekunden. Sein Rückstand, Rang 12 momentan, wird dennoch auf der letzten Runde nicht nachlassen, denn die Sekunden, die er hier verliert, die muss er morgen mit als Rucksack herumschleppen. Tomasz Sikora. An diesem Anstieg hier, der noch einmal ein bisschen höher gemacht wurde in diesem Jahr. Auch er muss hier ein bisschen höher aufsteigen, bekommt den Transponder ans Bein. Mittels dessen die Zeit gemessen wird. Arndt Peiffer, der letzte der Deutschen, der mit Startnummer 100 hier heute ins Rennen geht, währenddessen Tomasz Sikora auf den letzten Metern ist. Ja, aber weitem nicht so stark wie zuletzt. Nur Rang 10. Zeitgleich mit dem Norweger Alexander Uus. Immer ein kleines Späßchen zur Hand. Telemark im Ziel. 5. Platz für Karl-Johan Bergmann. Also, klasse Leistung. Mit seinem einen Fehler war nur Svensson im Ziel jetzt noch vor ihm, der auch einen Fehler geschossen hat. Das hier übrigens ganz großes Talent der Norweger, Ronny Hafsos. Einen Fehler war in Oberhof der schnellste aller dort am Start befindlichen Läufer im Sprint. Am Ende landete er auf Rang 9. Dies hier der Slowene Clemen Bauer. Der Beste im Team der Slowenen. Liegenschießen seine Stärke. Schauen Sie mal auf seine Zeit. Der ist auch richtig schnell unterwegs. Jetzt muss er aber diese Schnelligkeit erstmal in die Strafrunde mitnehmen. 300 Meter Strafe. Wollte eigentlich nicht so früh wieder einsteigen in den Weltcup, wie es getan hat, nach einem schweren Radunfall. Wollte eigentlich zu den Weltmeisterschaften wieder top sein. Das kann man auch mal schaffen, gar kein Problem. Startnummer 82 war das Simon Foucault, einer der starken Franzosen. Neben Vincent Defran, auch sein jüngerer Bruder Martin wird heute mit dabei sein. Und dies hier, der Mann mit der 100. Arndt Peiffer hat bislang einmal mitgemacht im Sprint von Oberhof, 8. geworden, das heißt sofort die WM-Qualifikation geschafft. In 2 Staffeln war er mit dabei, hat beide Male 100%ig überzeugt, das ist allerdings nicht der Grund, warum er heute die 100 bekommen hat. Das ist eine reine Auslosung. Harald Hannewold mit seinen 2 Fehlern kann heute nicht viel ausrichten, ist aber doch sehr stark gelaufen. 17. im Moment.